Willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Agrarian Skies. Da sind wir wieder und ich habe mal nachgeschaut. Tatsächlich habe ich hier einen Fehler gemacht. Ich muss hier noch was ranbauen an das Ding, damit das funktioniert. Wir brauchen Glowstone. Glowstone Blöcke. 4 Stück. 1, 2, 3, 4. Und dann jegliche andere Blöcke. Ich nehme mal Glas, weil es einfach schöner aussieht. Glas. Clear Glas. Glasblöcke. Wie sowas, wir nehmen uns hier mal das Clearglas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und damit können wir uns dann hier den entsprechenden Altar bauen. Haha, so. Also, erstmal muss in jede Ecke obendrauf zwei Glasblöcke. Hier, sonst wird es kein Tier 3. So und so. Und da obendrauf dann das jeweils der Glowstone-Block. Wupp. Schwuppala. Hier und hier. Jetzt müssten wir theoretisch ein Tier 3 haben. Schauen wir mal, was er dazu sagt. Tatsächlich, Tier 3. Schön. Das heißt, wir können jetzt, wenn wir die Hühnchen hier runterbringen, können wir uns hier den Altar auffüllen, kompletto. Das wäre schon mal nice. Und dann können wir da weiter warten. Jetzt müssen wir da aber erstmal warten, bis es soweit ist. Also. Ich habe überlegt mit Aspekten. Gab es nicht auch irgendwie eine Möglichkeit, diese Aspekte besser zu sehen? Irgendwie was war da doch, oder? Wir können auch einfach mal durch die Gegend laufen und einfach mal alles scannen, was wir so wollen, was wir scannen wollen. Borgwood Planks mal scannen. Don't have the knowledge. Crafting Station kann ich nicht scannen. Du hast the knowledge. Du hast the knowledge. Ich habe für nichts von nichts hier die Knowledge. Fetch geht nicht. Nothing can be learned from this. Nothing can be learned from this. Okay, das bringt nichts. Okay, schade, schade. Wäre zu schön gewesen. Tja, sieht schlecht aus. Ich habe mir sagen lassen, dass es hier unter der Insel ziemlich tief im Void Dinge geben soll. Jetzt muss ich hier mal runter, in der Hoffnung, dass ich erstmal nicht zu tief runterfalle. Und dann nicht sterbe. Hier unten soll irgendwo sollen es die Dinger geben. Tja, ich will aber ehrlich gesagt auch nicht so tief runter, dass ich hier Schaden bekomme. Hier theoretisch. Wieso wird das da jetzt heller? Also blauer? Warum? Tja, Andrea auf Abwägen, aber hier ist auch nichts. Tja, schade. Wäre zu schön gewesen. So richtig weiß ich noch nicht, wie ich damit umgehen muss, mit der ganzen Thermometer-Dingsbums-Geschichte. Da muss ich mich doch mal einlesen. Wenn einer von euch weiß, wie das ungefähr funktioniert, schreibt es mir. Weil ich kenne mich mit dem Zeug wirklich null aus. Das ist so ein bisschen blöd, aber es ist halt so. So. Wollen wir mal gucken, ob wir uns den Automatic Fischer hier mal hinkriegen. Wir gehen mal runter. Die Fische müssten wieder fertig sein. Hier, ja. Sind wir durch. Dann einmal hier runter. Reinschauen. Fische reinwerfen. 850 haben wir jetzt. Okay, jetzt würde ich gerne mal die Stingrays hier ans Laufen kriegen. Wir haben hier einen männlichen, brauchen wir noch einen weiblichen Stingray. So, die Eier packen wir da rein. Einen neuen Neon Tetra, hallo. So, wollen wir die mal hier reinwerfen? Yep. Okay, es ist too cold. Wir müssen das eine Cooling Upgrade rausnehmen. So, jetzt, die haben eine Epic Lifespan. Schauen wir doch mal. Fischfood könnten wir mal nachfüllen. Ich verhungere. Ich ersticke, meine ich natürlich. Wir werfen noch ein bisschen ein paar Baitworms rein, damit sie hier auch wirklich genug haben. So. Baitworms. Sehr schön. Läuft soweit. Okay. Questbook. Was hast du noch so Angebot im Moment? Ach, genau. Die Geschichte. Nicht vergessen. Nicht vergessen. Und hier mal ein bisschen Spaß haben. So, wir brauchen das alles und immer und noch viel mehr.
Da brauchen wir ziemlich viel von. Und die Quest nervt mich. Schon, so ein bisschen, ne, wisst ihr? Wisst ihr ja schon, dass die Quest mich nervt. Kennen wir ja. Haben wir uns ja schon öfter drüber unterhalten. Aber wir wollen natürlich hier alle Quests machen und auf 100%. Was weiß ich, ob ich das wirklich schaffe. Ich habe keine Ahnung. Ob ich irgendwann, vielleicht habe ich einfach keinen Bock mehr auf die ganzen, auf das ganze Zeug hier. Und sage, leckt mich einfach nur am Popöchen. Ihr könnt mich mal. Die Möglichkeit will ich nicht ausschließen. Also so ist, ja, schon, ne? Könnte man, also doch. Ich will nicht ausschließen, ist secluded. Immer noch nix. Hermetic, immer noch nix. Und Monastic hat auch noch nix. Darf ja nicht wahr sein, ey. Ja, da zu tun. Ja, ordentlich. Congealed Green Slime wandert da rein. Genauso wie das. Der Table, die Axe, das. Water Droplets bringen wir mal rüber. Eieieiei. Das sieht ja nicht gut aus hier. Die ganze Thaumcraft-Geschichte, das ist nicht so recht meins. Also, der Neon Tetra, den können wir mitnehmen. Den packen wir hier rein. So. Schauen wir hier mal rein. Hier haben wir schon mal einen, der verloren ging. The one that got away. So, die Water Droplets wollte ich hinten lassen. Die wollte ich hinten lassen. Hier habe ich nochmal was für die späteren Mushrooms. Das kommt aber auch, das kommt wie gesagt später. So, Questbook. Können wir da immer was Neues anfangen hier? Also, wir haben hier noch Near Infinite Power. Da brauchen wir tonnenweise Zeug, richtig? Raw Ores. Da können wir auch mal wieder nachgucken. Da wollte ich eigentlich, habe ich echt überlegt, ob ich mir nochmal so einen Reaktor hier baue. Ob ich mir nicht nochmal wirklich so einen Reaktor nochmal hier hinbaue, einfach um das Ding hier zu befeuern. Mit Schwung. Also mit richtig viel Schwung. Also wirklich. Gas, Gas, Gas. Da brauchen wir dann erstmal wieder jede Menge Reaktor-Casings. Aber mein Gott, was soll's. Hier mal reingucken. Hier hat das wieder mal verborgt. Wo ein Glas da drin. Ich werde ja auch nochmal so ein Casting-Table, glaube ich, ranstellen, dass der auch mitarbeiten kann hier. Was haben wir hier nochmal drin? Aquarius Accumulator. Für was denn nochmal? Ich weiß es gar nicht mehr. Was hatte ich denn da reingepackt? Nichts. Ach, hier wollte ich Clay machen, das ich gar nicht brauchte, weil ich Clay ja aus einem anderen Ding rauskriege. Haha. Sieht's hier aus? Super. Sieht's hier aus? Habe ich hier nochmal den zweiten... Wie habe ich das hier nochmal geregelt? Ach genau, das hatte ich darüber geregelt, dass sie das direkt hier rüber schieben. Korrekto, Mann. Korrekto, Mante. Korrektement. Wie sieht's hier aus? Gold wird ausgegossen. Fein. Hier hat er momentan, ist er momentan leer. Wow. So gut funktioniert das hier. Ich bin begeistert. Gut, ich glaube, die gleiche Geschichte werde ich hier nochmal aufbauen. Dass wir hier auch ein Seared Faucet anbringen. Naja, nicht Seared Faucet, sondern dieses Scorched Drain. Erstmal machen wir das Ding leer. Sonst hat das alles hier wenig Sinn. Da fehlt momentan vermutlich ein Ding. Sand. Ach, jetzt könnte ich mal eigentlich mal was machen. Moment mal. Wir machen es hier ein bisschen anders. Wir nehmen uns hier mal ein Output, Output. Nee. Wie heißt die denn nochmal? Outlet. Import. Export. Export Bus. Nicht A-Port. Export. Wir haben hier Fluid Export Bus und Basic Export Bus. Ich hätte gerne den etwa Precision Export Bus. Genau den hier hätte ich gerne. Da brauchen wir das für. Das haben wir sogar. Dann machen wir es nochmal daran. Jetzt brauche ich ein paar ME-Cables. Haben wir eins von. ME-Cable. Cable ME. Nein, so nicht. ME-Cable. Da. Wollen wir uns noch ein paar bauen? Uns fehlen Glasblöcke.
Da muss ich aber was gegen machen. Ey, wie viel Sand haben wir noch? Sand. Aktuell 2000 Sand. Da müssen wir was tun. Ich brauche Glas. Und zwar viel Glas. Moment mal. Da macht er das. Was macht er hier? Theoretisch macht er da das Silurium. Da könnte man natürlich auch sagen, hey, wir nehmen hier Precision Export Bus und sagen, ihr sollt da Sand nehmen. Sand. Nicht Sad. Sand. So. Wir nehmen mal das Silurium raus und sagen Sand. Dann macht er mir hier jetzt Glasblöcke, die dann auch hier ankommen. Hoffentlich. Cobble. Wheat. Cobble. Glas. Okay. Jetzt machen wir uns hier mal so ein paar Glasblöckchen. Glas oder Yellow? Ich mache ein Schild dran. Sign. 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 So. Jetzt muss ich gucken, wie viel Yellowium haben wir aktuell. Yellowi. Okay, 412 aktuell, das ist nicht schlecht. Whoop. Wenn ich hier den Precision Export Bus nehme, kann ich dann mehrere Sachen rangehen? Ich glaube schon. Dass wir da quasi beides machen. Ah, ich muss da wechseln, sonst funktioniert das nicht. Guck mal nach Glas. Clear Glass, Glasblock. Glasblock steigt. Schön. Dauert eh eine Zeit lang. Wir lassen erstmal Acker. Aber ein Schild muss ran. Ein Schild muss ran. Ein Schild muss ran. Glas oder Glas vor allen Dingen. Ja, wir sind in Deutschland. Glas oder Yellowium. Vor allem bitte in mehreren Zeilen. Yellowium. Dann. Cool. Dann haben wir das Problem auch gelöst. Dann können wir uns mal ein bisschen Fluix Dust nochmal herstellen. Ich brauche immer noch ME-Kabel. ME-Kabel. Da. Hi. Wupp. 10. Gucken wir mal, wie weit wir mit 10 Stück kommen. Besser als nix. Genau. Ich wollte hier das abbauen. Das Ding abbauen. Jawohl. Und dann wollte ich hier an das MI-System ran. Jetzt werde ich hier einen Precision Export Bus anbauen. Da kann ich mehrere Sachen reinbauen. Redstone Mode? Nein. Stack Mode. Move Single Items. Always Craft Items. Move Single Items. Okay. Was darf er da exportieren? Er darf exportieren. Sand. Also den Sand darf er exportieren. Redstone darf er exportieren. Iron und Gunpowder. Iron. Hi. Und Gunpowder. Gunpo. Ihr wisst schon, was ich meine. So. Gucken wir mal, ob wir das hier ans Laufen kriegen. Sand, Iron, das und das. Das darf er alles da reinpacken. Natürlich nur an die richtigen Positionen. So und so und so und so. Jetzt müssen wir das noch irgendwie mal verbinden mit den MI-Kabeln. Mal nach oben. Bringen wir das mal nach oben hier ran. Gucken wir, ob das funktioniert. Ich muss da heran. Da ist, glaube ich, der nächste Anschluss zum ME-System. So, das sind definitiv zu wenig Kabel. Ah, warte, die Höhe ist schon richtig, oder? Ich hoffe mal, dass die Höhe richtig ist. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, jetzt fehlen noch ein paar ME-Kabel. Aber, was nicht ist, kann ja noch werden. ME-Kabel. Gucken, wie viel wir jetzt noch herstellen können. Wupp. Nochmal 18. Okay. Damit kommen wir doch ran an die Geschichte. Jipp. Jipp. Okay. Jetzt gucken wir mal, ob er das jetzt hier auffüllt. Vernünftig. Das ist schon mal falsch. Da soll kein Sand rein. Stopp! Stopp! Halt! Aus! Iron! Iron.
Schwupp. Komm her. Machen wir es mal richtig hier. Hat er schon wieder verbockt, der Spacken. Bitte hier nur Eisen. Ich will aber nur ein halbes Deck, damit du das auch richtig machst. So, jetzt gucken wir mal, ob er das jetzt wirklich alles richtig macht, der Kollege hier. Dann haben wir da nämlich schon mal viel geschafft. Da haben wir da richtig viel geschafft. Okay, er macht es tatsächlich richtig. Ich bin begeistert. Ich bin begeistert. Okay, jetzt wollen wir hier mal das Molten Steel ausgießen, damit er den Block noch fertig macht hier. Wenn der Block durch ist, reißen wir es ab und setzen das Ding nochmal hin. Raus damit. Weg damit. Attacke. Jetzt gießt er das Eisen aus. Sehr gut. Das Eisen muss weg. Das Eisen muss weg. Richtig. Ist korrekt. Das Eisen muss weg. Aber kein Rassismus gegenüber Eisen, bitte. Hier in diesem, in dieser, ne, weißt du. Sowas wollen wir hier nicht haben. So, der Iron Block geht weg. Und dann könnten wir das eigentlich auch direkt wieder, könnten wir den blöden Block auch direkt wieder zum E-System, Blöcke jetzt im E-System rüberpacken, ne? Könnte man ja mal machen. Okay, jetzt ist lustig mit Schluss. Weil er nichts mehr hat. Okay, dann weg damit. Und nochmal dahin. Jetzt gießt er Glas aus. Jetzt gießt er Glas aus. Das Glas macht er dann vernünftig. Sehr gut. Letzter Schluck Kaffee für heute. Nein, bitte nicht. Warum tust du das? Warum bist du so grausam, Welt? Hey, warum füllt er jetzt nicht mehr auf? Warum, why you no fill right now? Wertes System. Warum füllt das System jetzt nicht mehr? Was soll das? Active without signal. Always active. Warum füllt er jetzt schon wieder nicht mehr nach? Was soll das? Sand. Ah, jetzt hat er es wieder gepackt. Okay, er kommt immer nicht so ganz in die Hufe. Er kommt immer nicht so ganz in die Hufe. Dann haben wir das auch geklärt. Wir nehmen hier das Zeug mal raus. Lalalala. Die Eisenblöcke können wir eigentlich hier reinwerfen. Die haut er uns dann raus. Sehr gut. Ja, die Stahlblöcke, da müssen wir uns selber drum kümmern. Die müssen wir höchstpersönlich hier verschrotten, wollte ich schon sagen. So, der Sand muss weg. Der Sand muss weg, der Sand muss weg. Das kommt weg, das. Item Duct, alles weg. ME-Kabel, Glas, Zeichen. Okay, jetzt wollen wir uns hier mal ein paar... noch einen Reaktor bauen. Reaktor. Il Reaktore Grande. Reaktor Access Port Power Tap. Power Tap brauchen wir definitiv. Power-Tap nehmen wir. Ein Reaktor-Power-Tap. Einmal Yellorium Furor. Brauchen wir 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bitteschön. Das ist die Geschichte. Dann brauchen wir einen Reaktor-Controller. Hi. Reaktor-Glas brauchen wir. Reaktor-Casings brauchen wir. Da können wir uns mal ein paar von bauen. Control-Rod. Oh ja. Access Port, das sind glaube ich die wir brauchen, oder? Ich glaube schon, jetzt haben wir keine Casings mehr. Dann müssen wir uns da nochmal rum kümmern. Reaktor Casing hier. Boing, boing, boing. Okay, packen wir sie weg. Und bauen uns davon zwei. Eins, zwei. So. Haben wir alles, was wir brauchen hier? Schauen wir mal. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, wie das ganze Ding jetzt aufgebaut wird. Guten Tag. Wo stellen wir das Ding denn hin? Wir müssen ja hier irgendwie ran, aber hier ist wenig Platz. Ich müsste theoretisch daneben stellen. Also hier so irgendwo. Also irgendwo doch hier. Hier wäre eigentlich ideal. Stellen wir ihn hier hin. Machen wir hier so die äußerste Ecke und dann gehen wir in die Richtung, dann haben wir das. Gut, machen wir hier mal auf. Bisschen müssen wir die Plattform noch ein bisschen vergrößern.
Ah, wo, kriegen wir hin, es läuft alles, geht alles, funktioniert alles. So. Die äußerste Ecke von dem Reaktor kommt dann hier hin quasi. Da. Warte, wir sind jetzt 7 breit, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, okay. Das sind die Access Ports, das ist Power Tab, das ist Controller. Was ist denn noch oben drauf bei dem Ding? Control Rod, okay. Also, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7. Da kommen wir schon darunter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und dann hier verbinden. Das Wunderbare, das Einzigartige. So. Dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hier auch nochmal. Bauen wir uns einen Riesenreakt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das verbinden wir hier, weil es so schön ist. So. Da müssen wir nochmal aufgraben. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und der muss weg. 7. Gut, da müssen wir da mal aufgraben, weil sonst kommen wir hier nicht hin. Genau. Das muss alles weg hier. Das muss alles weg hier. Das muss alles weg hier. Das wäre ja zu schön gewesen, ne? Ein noch. So, hier unten nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das und der hier verbinden. Ne, jetzt ernsthaft, jetzt fehlt mir ein so ein blödes Ding. Ne, da haben wir noch welche, ne? Komm her. So. Dann brauchen wir jetzt gleich jede Menge Reaktorglas oder halt noch mehr Reaktorcasings. Ich baue es ehrlich gesagt lieber mit Glas, muss ich ja mal so sagen. So. Ah, wir brauchen hier die Input und Access, rein und raus Ports. Wir brauchen den Power Tab. Das ist doch der Power Tab, oder? Gut, Input-Output packen wir auf diese Seite. Dann können wir die quasi mit dem System noch mit verbinden. Strom kommt auf die andere Seite, der kommt hier hin oder doch lieber hier hin. Klar, ich glaube, ich packe da auf die Ecke. Da kann der Strom raus. Power Tab. Fein. Dahin. Und dann sehe ich auch schon. Oh Gott, Pause. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Minecraft The Great Skies. Hat mich gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Würde mich noch mehr freuen, wenn ihr nächste Folge wieder einschaltet. Bis dahin. Ciao.